Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Was habe ich hier gedrückt? Schild. Wir hatten aufgehört, nachdem wir hier den ersten Ordner gattert haben. Und ey, warte mal, jetzt hört ihr hier anquatschen. Du bist doch Chris, oder? Das war super, ich bin jetzt dein Fan. Ha! Ich soll sie nämlich anquatschen, wenn ich den Pflanzenorden habe. Dann können sie sich meinen Namen nämlich merken, hat sie gesagt. So, und prinzipiell sind wir jetzt eigentlich einfach nur weiter auf dem Weg zum zweiten Orden. Mal gucken, was uns alles so erwarten wird. Auf jeden Fall sollten wir da über Route 5 gehen, wurde uns gesagt. Wir werden nochmal kurz die Pokémon heilen. Vielen Dank für deine Geduld. Gerne. So. Und jetzt heißt es Abfahrt, Abfahrt. Oh, da glitzert was. Eine Kraftwurzel. Okay, warum ist hier nur so eine Ausbuchtung? Ist hier irgendwas? Hier ist anscheinend nichts. Ist hier noch. Ah, da liegt was. Eine TM. Wirbler. Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Der Anwender dreht schwungvoll seinen Körper. Ah, ja. So. Ah, hier ist auch noch was. Ein Ewigstein. Der hält das Pokémon auf, sich zu entwickeln. Und hier haben wir nix. Dann würde ich sagen, geht es weiter über die Route 5. Und da ist direkt auch schon ein Trainerpärchen. Ah, ist das wohl ein Doppelkampf? Ein gutes Team aus Trainer und Pokémon schreit regelrecht vor der Kamera. Ja. Das bin wohl dann ich. Der sieht schon echt abgefuckt aus und sie ist noch frisch. Die Interviewer Lynn und Scott fordern dich heraus. Lynn, eigentlich ein unschöner Name. Reporterin Lynn schickt Iwana in den Kampf und Scott schickt Click in den Kampf. Tja, das ist wohl euer Untergang. Feuer. Das könnte wehtun. So, wir hauen hier direkt ein Flammenrad raus und hier hauen wir einen Psi-Strahl raus. Eine Lehmschelle, okay. Genauigkeit von Trasla sinkt, ist nicht so schlimm. Und das war ein One-Hit. Aha, Trasla Level 20, sehr schön. Und dann kommt der Psi-Strahl hinterher. Und der hat die Attacke verfehlt. Ehrenmann! Zack. Und... okay, überfahren haben wir ihn nicht. Aber der Psi-Strahl wird jetzt hoffentlich den Rest regeln. Ja, das wird er. Erledigt. Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Du besiegst die Interview. Puh, das lässt sich schwer nur in ein paar Worte ausdrücken, aber was für ein Potenzial! Ein Niederleger, eine Niederleger, heißt das einfach, dass unsere Reportage eine Reihe verliert. Du gewinnst 3600 Bokodollar. Oh, Leute! Es entwickelt sich! Nanu, Trasla entwickelt sich. Es müsste jetzt ja Kirlia werden. Ja, ja, ja. Glückwunsch, dein Trasla hat sich zu einem Kirlia entwickelt. Sehr, sehr gut. Seine Psychokräfte erlauben es ihm, den Raum, um sich selbst zu verformen und so in die Zukunft zu sehen. Reichtum, Macht und Ruhm. Das ist meine Zukunft. Oh, ich hasse es, wenn sich Wege gabeln, ne? Ich will mal alles erkunden. Da liegt ein Pokéball, da ist erstmal wohin genau? Wohin genau? Was haben wir hier unten noch? Ist hier auch noch irgendwas? Ah! Okay. Erstmal eine Runde angeln. Vielleicht fängt man ja was Schönes. Ein Carpador. Tja. Wisst ihr, Leute? Warum? Warum? Warum tust du mir das an? Ich habe keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Deswegen lass mich gehen. So.
Das ist wieder so ein Baum. Das ist ein Trainer. Das ist ein Trainer. Da bin ich bei meiner Suche nach Beeren doch glatt auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Oh, na sowas aber auch. Franz Zacke, Küchenchef Davide, fordert dich heraus. Knapfel. Was ein geiles Pokémon. Es ist einfach ein Apfel. Ich habe einen Apfel eingeschüchtert. Flammenrad. Hä? Ist das nicht sehr effektiv? Was hat denn der da hinten für einen Dödel drin? Das müsste doch aber eigentlich sehr effektiv sein, oder? Ist das jetzt kein Pflanzen-Pokémon? Zurückgeschreckt, das ist schon mal ganz gut. Hä, ich dachte, es wäre ein Pflanzen-Pokémon. Ist ja merkwürdig. Stauner. Tja, anscheinend ist es kein Pflanzen-Pokémon. Was könnte es denn sonst sein? Käfer? Ne, ja, gibt auch keinen Sinn. Hm. Und der hat da irgendeinen komischen Dödel hinten raushängen. Und Fukano erreicht Level 19. Oh nee. Möchtest du an den Baum schütteln? Ja. Drei, ja, weiter. Oh, sechsmal? Das ist schon eine Menge. Ich schau mal lieber auf. Zwei Maronbeeren, drei Persienbeeren, eine Amrena-Beere. Das soll uns mal langen. Jetzt hier. Oh! Ist ja krass, Alter. Wie soll man das denn. Okay, ich hab's auch gefunden. Anziehung. Also, ohne Müll, wir haben bisher noch nicht eine einzige vernünftige TM gefunden. Ein Parfie. Was ist denn das? Das ist auch kein Pokémon. Schmutz. Schmutz bist du. Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. Das ist auch nur so stark. Also, vom Level her. Stark ist es ja nicht wirklich. Ah, noch zweimal Flammenratten, dann ist es okay. Wiederhall. Lass mich in Ruhe. Ich höre dir nicht mehr zu. Na komm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, das hat sich jetzt wenigstens gelohnt von der EP her. Na, ist okay. Wenigstens Chimpsticks Level up. So, quatschen wir den hier mal an. Wenn du leckeres Essen auf den Tisch zaubern möchtest, liegt der Trick darin, bei ausreichender Hitze regelmäßig umzurennen. Wenn es über den Topf glitzert, dann bist du auf dem richtigen Weg. Besuch doch mal mein Pokécamp und stell deine Kochkünste unter Beweis. Ich hab was glitzern sehen. Zwei Riesenpilze, nice. Ups, ey, nee, was soll denn das? Seine Frechheit! Ich wollte hier nicht gegen das komische Kuscheltier kämpfen. Wenn es unter Level 20 ist, hau ich rein. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte hier nämlich nochmal die Angel schwingen. Ich hoffe ja irgendwie immer, dass da noch irgendwas Cooles bei rumkommt. Na komm schon. Na komm, Junge. Na geht doch. Und wieder ein Carpador. Es ist wieder ein Carpador. Die Flucht. Hallo? Es folgt nun eine Demonstration der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe. Na, dann zeig doch mal her. Pokémon-Züchterin Theresa fordert sich heraus. Theresa. Picochella. Noch so ein Schrott-Pokémon. Oh, ich soll wahrscheinlich ein Chinchilla sein. Naja. Ich halte jetzt nicht so viel von diesen süßen Pokémon in Anführungszeichen. Und eine Spaßkanone bist du auch nicht. Ah ja.
1 ein Klaps. Oh, könnte knapp werden. 2. Oh nein. ich will es nicht riskieren. Kraftquote. Hä? Ey, der hat auch was eingesetzt. Okay, Ausgangssituation. So. Flammenrad. Also, irgendwann habe ich wieder gar keinen Angriff hier. Hat sich in. Ja, okay, sehr schön. Liebe geht nicht über Kraft und Räder Arena Roden. Flammenrad. Ja, gerne. Oh. Nein! Fukano, besinne dich! Du liebst sie nicht! Nein! Greif doch einfach an, Junge! Guck dir das doch mal an! Sie senkt deine Lebenskraft, es ist wie im echten Leben! Ja. Verbrenne! Na okay, gerne kriegst du eine Zugabe. Junge, wie lange hält denn dieses Verliebtsein an? Mann! Boah, ist ja brutal ätzend, Alter. Ey, greif an. Ja, Gott sei Dank. Wäre ich jetzt aber übelst ausgerastet. So, tschüss. Mann. Junge, was war denn bitte? Hat die noch. Die hat noch ein Pokémon. Nee, Alter, jetzt wechsle ich mein Pokémon. Ich habe hier keinen Bock hier mit so einem halben Dödel da zu spielen. Der hat ja schon übelst geschwächte Angriffs- und Verteidigungswerte. Furbaila. Junge, was sind das für Namen, Alter? Psystrahl. Erstmal kriegen wir ein Rasierblatt in die Phrase. Und jetzt gibt's einen Psystrahl in die Phrase. Sehr schön. Und jetzt wird die Phrase frisiert. Boom! So, das war eine schwere Geburt. Aber wir haben es ja geschafft. Gab sogar richtig EP. Ich war mir nicht sicher, welche Attacke ich am besten verwenden sollte. Daran wird es wohl gelegen haben. Käsegesicht. So, da oben kommt schon der nächste. Hä? Bist du blind? Meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Vermutlich hast du sie damit trainiert, zu fangen und nie wieder zu benutzen, weil die dann so übelst abgeschwacht sind und ich die jetzt einfach übelst fertig machen werde. Velursi. Dann noch so eine Müll-Pokémon. Diese absoluten Müll-Pokémon. So, Flammrad. Spürst du das? Das passiert. Oh. Wirbler. Ah ja. Jetzt hat der komplett viel abgezogen. Aber nur Level 17. Das zieht sich einfach nur, aber ich meine, das ist ja kein Problem. Ich kann das regeln. Flammenrad voll ins Gesicht. Boom! So. Ey, sag mir jetzt nicht, dass die drei Velusi hast. Nee, jetzt kommt ein Trossler. Ein Trossler. Probieren wir es mal weiter mit Flammenrad. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst anders einsetzen sollen. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Ein Heuler. Mal gucken, was ihr letztes Pokémon sein wird. Oder Glut hinterher und dann hat sich die Sache. Zack. Ein Wommel. Ist das nicht diese komische kleine Biene? Ja, oder Fliege oder was auch immer das sein soll? Na, ja, die wird ja übelst in Asche aufgehen.
Feenbrise. Ciao, Alter. Bringt ja nichts. Ein Volltreffer. Na komm, Junge, ab mit dir. Ach. Oh, noch mal eine Glut. Absorber. Na komm. Piss dich. Das ist eine Frechheit, der kriegt mehr, als er mir abgezogen hat. So. Das ist sehr effektiv. So. Pokémon sind schon besiegt. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Na doch, eigentlich schon. Wir sind hier schließlich nicht bei Wünsch dir was. Da hinten liegt ein Pokéball. Was haben wir hier oben verpasst? Okay, da sind die. Also haben wir nicht wirklich viel verpasst. Wir rennen jetzt einfach mal hier rein. Den nehmen wir hier mit. Wechselhülle. Achso, das ist dieses Item, das man auf jeden Fall und immer tauschen kann. So, was haben wir denn hier? Hi, willkommen beim Pokémon Hort. Ich nehme hier Pokémon, wenn zwei Punkte sein Ei gefunden wird. Ah, okay. Das hier ist. Nee, ich möchte nichts abgeben. Sozusagen die Pokémon-Pension. Aber ich habe wohl gehört, dass die Pokémon hier nicht mehr gelevelt werden. Ein Toxel, ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und bin damit rumgelaufen. Es ist daraus ein Toxel geschlüpft. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Das ist ein schockierend putziges Pokémon. Ich will kein Toxel. Das ist ein Toxel, ich will kein Toxel. Toxel, nee. Elektrogift, nee. Nee. Ich will das nicht. Hä? Oh, 5 EP-Bonbons. XS, nice. Das nehme ich gerne. Dafür nehme ich dir auch dein Pokémon ab. Huch, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen? Nee. So, gut. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel nochmal zurück, wie ich das hier sehe. Ja, denn hier kommt anscheinend gleich wieder die nächste übelst krasse Sache. Aber davor geben wir einem Pokémon aus dem Team unsere EP-Bonbons. 19 auf Vulkan bekommt alle. Zack, Level 20. Agilität, nee. Quatsch, weg damit. Ja. So. Okay. Ist ja schon mal Level 20. Jetzt sind alle, glaube ich, über Level 20, wa? Ja, außer mein komisches Toxel. Das kommt jetzt aber mal direkt auf die Pokémon-Box. Ah, das sieht so cool aus. Guckt euch mal den Hintergrund hier an. Einfach unglaublich schön. Also da gehen wirklich Props raus an Game Freak. Unglaublich gutes Design. So. Bitte beehre uns bald wieder. Das werde ich tun. PC-Boxen. Ah, ja, wir wissen, wie so eine Box funktioniert. Toxel, bewegen. Dann machen wir den mal hier einfach rein. Und dann gehen wir. Ach, warte mal, ich habe da gerade noch gelesen. ID-Lotterie, das gab es ja schon mal. Wenn die entspricht, hast du die Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen. Ja, klar, warum nicht? Okay. Okay, keine Übereinstimmung. Ich frage mich echt, was man da gewinnen kann, ne? Das wird ja bestimmt Geld sein, denke ich mal. Keine Ahnung, aber würde mich mal interessieren. So, dann haben wir sozusagen den Weg hier uns durchgekämpft auf Route 5. Und sind an der Pension vorbei. Zur Brücke. Und hier erwartet uns dieses komische Team. Dann wird jetzt hier erstmal gespeichert. Wir haben jetzt 4 Stunden und 18 Minuten schon gespielt. Und dann soll das eigentlich auch schon gewesen sein, so dieser Episode. Wir sehen uns nächster in der Episode. Alter. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und schaltet wieder rein, wenn es heißt. Alles klar. Das